Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo hier auf dem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ich berichte für euch von dem PTS-Server und zwar da, wo wir so intensiv die U-Boote testen konnten können. Die Warteschleifen waren so lang wie nie, kann man sagen. Ja, lange Zeit wart auf dem PTS ziemlich einsam. Diesmal waren es ziemlich viele, viele U-Boote besonders. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz einmal ein paaar Bilder zeigen, wie die verschiedenen U-Boot-Klassen aussehen. Und dann gibt es direkt Gameplay und da gehen wir ein bisschen auf die Unterschiede bei den U-Booten ein. Wie gesagt, das ist Work in Progress, noch nicht final, wird sich noch eine Menge ändern. Darum lohnt es sich jetzt nicht, wirklich in ganz genaue Details zu gehen, wie viele Strukturpunkte und hast du nicht gesehen. Es gibt Unterschiede auch bei den Sonarpings, bei den Erkennbarkeiten, bei den Verbrauchsmaterialien, bei der Manövrierbarkeit. Und ja, das wird dieses Video dann, das Gameplay, nachher auch so ein bisschen herausarbeiten. Eine Sache noch, wir haben hier mal live aufgezeichnet, ein Gameplay und nicht nachkommentiert und in dem Sinne, es ist von der Tonqualität her leider ein ganz bisschen anders als sonst. Das möchte ich jetzt aber aufgrund der Art des Replays jetzt nicht mehr ändern, von daher seht es mir bitte nach. Die nächsten Sachen werden auf jeden Fall wieder besser. Da sind wir, Kapitäne. Wir sind auf der U69 auf der Karte Nachbarn unterwegs und machen uns hier direkt auf den Weg, sind beim Cap C gespawnt und ihr seht, die Oberfläche sieht schon mal ganz anders aus. Wir sind ja jetzt bei 10.400 Trefferpunkte, das ist der Skill, den ich jetzt hier verwendet habe, mit dem Experten der Überlebensfähigkeit, um dann noch Trefferpunkte dazu zu bekommen. Und ja, es ist hier auf dem PTS der erste Ausritt sozusagen, oder einer der ersten Ausritte, nicht der allererste, aber ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu tauchen und zwar drücken wir die Taste C für Tauchen und die Taste F eben für Auftauchen. Geschwindigkeit regeln wir wie üblich, A und D ist links und rechts. RPF habe ich ja auch dabei und ihr seht hier in der Mitte, hier 410 Stromeinheiten. Wir sind 4,3 Kilometer entdeckbar und zur Luft 1,4 Kilometer. Und hier seht ihr die Zeit, wie lange der Ping braucht, bis er beim Ziel ist. Ja, und hier die verschiedenen Level, also Oberfläche. Jetzt tauchen wir. Detektionstiefe nennen wir das jetzt einfach mal. Da sind wir nur noch 2,2 Kilometer mit dem deutschen U-Boot sichtbar. Und wir verbrauchen Strom. Ja, bei dem deutschen Boot sind das nämlich 2 Stromeinheiten pro Sekunde. Es sei denn, wir fahren nur noch Viertelkraft. Und wenn wir Viertelkraft fahren, dann laden wir die Batterie sogar unter Wasser wieder auf. Wenn wir jetzt weiter abtauchen, dann kommen wir in die Operationstiefe. Wir haben 30 Meter passiert und das bedeutet, wir sind nicht mehr entdeckbar. Ihr habt jetzt eine Erkennbarkeit von 0 Kilometer, es sei denn ein U-Boot in eurem Umfeld von 2 Kilometern ist da, ja, oder ihr werdet durch Hydroakustik, durch Zerstörer oder eben ein anderes deutsches U-Boot aufgemacht. Denn Hydroakustik ist eine der Verbrauchsmaterialien der deutschen U-Boote. Wir tauchen jetzt erstmal wieder auf. Und es ist übrigens egal, ne, wie tief ihr taucht. Wenn ihr im Bereich von 0 bis 6 Meter getaucht seid, auch wenn nur das Periskop rausguckt, geht ihr trotzdem bis zu 4,3 Kilometer weit auf. Und ihr könnt das immer dann über die Tasten F. Es gibt nicht mehr so ein Stufenverfahren, sondern ihr müsst einfach entsprechend lange die Tasten drücken. Ja, und dann klappt das dementsprechend. So, ist ein bisschen Feingefühl dafür notwendig, aber wir werden uns jetzt hier mal direkt versuchen, die Trento zu schnappen. Mal gucken, da ist die Leander, die da schon richtig raufhaut. Hier sind natürlich die Bots dabei, ne? Ist ganz klar. Die Erkennbarkeit hier bei dem deutschen U-Boot ist übrigens das Stärkste, was die U-Boote haben, ne? Wir sind am besten oder am niedrigsten erkennbar mit einem deutschen U-Boot. Wir haben unter anderem auch den höchsten Alpha-Damage bei den Torpedos, 15.400. Dafür haben wir nicht so eine große Reichweite. Ihr seht, wir können nur 6,6 Kilometer weit schießen. Das ist dann bei den Russen und bei den Amerikanern anders, ne? Die Amerikaner können 10,5 Kilometer weit schießen, haben einen Ticken schnellere Torpedos, aber machen deutlich weniger Schaden. Und die Russen haben sogar den niedrigsten Schaden. Ja, und haben eben 8,7 Kilometer Torpedo-Reichweite. Wir haben einen sehr kurzen Reload mit 67 Sekunden, geskillt sind es dann sogar 60 Sekunden. Ne? Ist natürlich klar, dass mir hier Torpedo-Bewaffnungskompetenz gilt. Und es ist auch egal, wie weit ich aus dem Wasser rausgucke. Ich fahre hier 20 Knoten. Ich kann bis zu 26 oder bis zu 24 Knoten schnell fahren. Das ist übrigens ein Audio-Bug, den es auf dem PTS noch gab. Und da ist nur der
amerikanische Schiff schneller, das kann nämlich, nee, das russische Schiff, das kann nämlich 26 Knoten fahren, aber der Amerikaner, der ist eben bei 24 Knoten, also quasi zeitgleich mit uns, ne? Ich nutze jetzt einfach die Möglichkeit aus, ich tauche mal kurz ab, damit sich die Geräusche ein bisschen erledigt. Jetzt kann ich kein gegnerisches Schiff sehen, weil ich der Einzige war, der die Queen aufgeklärt hat. Ja, und ich benutze jetzt einfach die Möglichkeit, getarnt zu bleiben, und zwar so lange wie möglich. Ja, auf 4,3 werde ich erst von der Queen entdeckt. Tauche also jetzt rechtzeitig ab, habe jetzt schnell auch die Batterie aufgeladen. Gehe auf diese 7 oder 8 Kilometer, 8 Meter und fahre da volle Kanne drauf zu. Mach nebenbei schon meine Torpedos parat, weil ich die gar nicht pingen möchte, sondern ich möchte dieses Boot direkt torpedieren mit einem, wenn man so sagen will, Sturmangriff sozusagen. Ja, und jetzt gehe ich erst bei 2,2 Kilometer auf und dann ist es schon nachher schwer für das Schlachtschiff sich vernünftig zu wehren. Und das ist auch eine so eine Sachen, eine der Problematiken bei der ganzen Geschichte, die mir halt hier so aufgefallen sind. Ja, Schlachtschiffe tun sich schon ganz schön schwer, sich gegen U-Boote zu wehren. So, wir sind auch nur relativ langsam unterwegs. Ihr seht es, ne? 14 Knoten. Ich tauche jetzt auf, sodass ich wieder auf die Periskoptiefe komme. Und kann jetzt die Fahrt aufnehmen. Und ihr seht, jetzt werde ich zwar beschossen, bis 6 Meter bin ich bekämpfbar. Und Torpedos raus und ab. Ich habe ein bisschen Schaden genommen, aber das ist alles unter Kontrolle und die fährt da genau rein. Torpedotreffer mit Flooding und nochmal. Und das hat jetzt richtig gesessen. Jetzt bin ich in der Erkennbarkeit eines Zerstörers gelandet. Kann also sofort runter, maximale Tauchtiefe aktiviert und ja, mit noch besseren Treffern möglicherweise wäre da sogar noch eine Versenkung drin gewesen. Ja. So, bin jetzt so tief es eben geht getaucht und versuche jetzt dem Zerstörer zu entkommen und jetzt bin ich nicht mehr aufgeschaltet sozusagen. Oder die Richtung wird halt auch nicht mehr gezeigt, ne? Weil die Zerstörer eben halt... Ich überbrücke jetzt quasi die Nachladezeit. Und ich werde... Ich nutze die Zeit aus. Und werde diesen Zerstörer angreifen. Ich mache es quasi wie der Kaloin bei einem bekannten Film. Und werde es versuchen, um euch das mal so ein bisschen zu demonstrieren. Es ist ein Risiko, was man eingeht. Hier übrigens links könnt ihr unten sehen, ne, das Weiße ist der Strom, die Stromaufladung, die ich noch in meinen Batterien habe. Und das Grüne ist eben, sind die Strukturpunkte. Das ist allgemein bei U-Booten ja relativ gering. Ne? Auch jetzt immer wieder schön drauf achten. Ich bin auf 80 Meter, das ist die maximalste Tauchtiefe, die man überhaupt erreichen kann. Ja, und jetzt suche ich gerade selber die Möglichkeit zu sehen, wie viel Strom wir noch haben. Noch sind wir mit 15... Irgendwie finde ich die gerade nicht. Stell mir gerade ein bisschen dusselig an. Aber wir tauchen jetzt auf. Also nicht komplett auf, sondern wir gehen halt in diese... in den Bereich, dass wir C cappen können wieder. Nämlich das ist eben im Bereich bis maximal 5,9 Meter. Dann können wir schon mal die Gegenpunkte sammeln. Und der Zerstörer wird vielleicht auf uns aufmerksam. So, sind wieder, merkt man auch, ne, wird alles viel, viel heller hier im, das Wasser und so. Man hat wirklich ein gutes, man muss ganz ehrlich sagen, ein gutes Gefühl. Ups, jetzt habe ich mich selber verarscht. Ich muss wenden. Weil hier natürlich mit Erzählen und so weiter, zusammen habe ich mich jetzt gerade ein bisschen... vertan. Ach. Der Zerstörer kommt sogar... So, jetzt... Wir konnten getroffen werden, ne? Das ist eben der... Und ihr seht, ne? Also dauert ein Moment, bis ein Boot gewendet ist, ja? Wenn ich jetzt auf den Zerstörerjagd gehe, was ich gerade tue... Trotzdem schon mal Torpedos drinne. Ich fahre jetzt einfach drauf zu und werde versuchen, möglichst short vor ihm die Torpedos ins Wasser zu setzen. Da tut er mir ganz schön weh. Oh, hat der Raid nicht geklappt.
Aber ihr seht, es ist eine ganz schön, ist eine gewisse Herausforderung. Hat nicht so geklappt, wie ich euch das eigentlich zeigen wollte, weil normalerweise kann man das durchaus gut schaffen, wenn man den Zerstörer so ein bisschen überrascht. Jetzt war ein bisschen besser vorbereitet, selbst der Bot sozusagen. Oh, doppelt aufgeschaltet, das heißt, der wird jetzt richtig hart getroffen, wenn ich ihn jetzt mit meinen Torpedos hier... treffen würde. Kommt der? Ah, der Zerstörer ist zu wendig, ja. Ah, hab schon ordentlich gelitten hier mit meinem Boot. Und die Farragut wurde schon versenkt von einem Schlachtschiff. Nichtsdestotrotz, das Grundprinzip, es ist jetzt nicht ganz gut gegangen, das Grundprinzip konnte man trotzdem erkennen. Ne? Man muss eben ausnutzen, dass man eben diese 2,2 Kilometer ran den Feind rankommt. Ne? Das ist natürlich bei Schlachtschiffen einfacher als bei Zerstörern. Und das ist ja der große Vorteil der Deutschen, ne? Plus den hohen Alpha-Damage. Man wird für Risiko belohnt, in dem Sinne. Wir haben die Torpedos relativ schnell wieder ready. Wie gesagt, der Ping, den ich jetzt benutzt habe, 15 Einheiten verbraucht er nur bei einer 410er Batterie. Wir haben maximale Tauchtiefe, das ist dieses Verbrauchsmaterial hier unten, dreifach vorhanden. Wir können das 120 Sekunden lang benutzen. Und dann haben wir nur einen Cooldown von 60 Sekunden. Das ist der Beste, wenn man das so möchte. Weil, also der Beste... die beste Zusammenwirkung, ne? Aber tauchen wir mal komplett auf, damit dieses Geräusch verschwindet. So, jetzt. Die Russen haben 3 Aufladungen, ne? Da ist das Verbrauchsmaterial aber nur 1 Minute lang aktiv. Und die Amerikaner haben sogar nur 2 Aufladungen. Dafür ist es da 3 Minuten lang aktiv, aber hat dann auch 3 Minuten Abklingzeit. Ja, also... ja, und dann gibt es eben noch die besonderen Verbrauchsmaterialien. Hier bei den Deutschen ist es eben das Hydro, da ich unter Wasser andere U-Boote aufklären kann. Bei den Russen ist es eben die Reparaturmannschaft. Und bei den Amerikanern ist es eben der Motorboost. Ja? Das sind die 3 verschiedenen Sachen, die wir hier haben. Ich habe jetzt wirklich ordentlich Trefferpunkte liegen lassen. Ärgert mich ein bisschen, weil ich euch das eigentlich anders zeigen wollte. Aber es, so ist das eben. Ja? Mit diesen Pings kann man natürlich auch feindliche U-Boote jagen. Das ist immer eine ganz... interessante Schlacht, auch wenn es in der Realität in der damaligen Zeit überhaupt gar nicht möglich war, U-Boote unter Wasser zu torpedieren, muss man auch ganz klar sagen. Ja, leider nervt der Bug ein bisschen. Apropos Abtauchen, da ist das deutsche U-Boot das zweitschnellste nur. Das schnellste ist ein russisches U-Boot, also von Oberfläche runter ins Wasser zu gehen. Ja. Wenn wir erst unter Wasser sind, dann tauchen wir am schnellsten, nämlich mit 4,3 Meter pro Sekunde, während die Amerikaner und die Russen da nur... ja, wo sind hier die Wasserbomben? Eben 3,6 Meter pro Sekunde tauchen können. Ne? Immer wenn wir dazu nah benutzen, dann sind wir auch halt längerfristig entdeckbar. Also geht ein Ticken weiter, wir gehen einen Ticken weiter auf. So, und raus mit dem... Aal. Ja, und das gegnerische U-Boot kriegt jetzt gar nicht mit, es sei denn, wir wären jetzt halt in der Aufklärungsweite, ja, dass wir ihn gepinkt haben. Ja, wir gehen 2,6 Kilometer auf, wir waren aber raus. Ja, und deswegen sind wir jetzt, verdammt, sonst, ich glaube, meine Torpedos wären nicht schlecht gewesen. Versuchen wir es nochmal. Jo,
da ist die Aufschaltung da. Man sieht das an den M's über den Torpedos. Die sind jetzt zielführend sozusagen. Und da sollten die Torpedos eigentlich ziemlich gut sein. Yep. Das war natürlich jetzt relativ einfach, wie wir das russische U-Boot da erledigt haben. Ja. Und wir haben noch 125 Strom, also ihr habt vielleicht jetzt, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, nochmal gucken genau, wie es genau gelaufen ist. Aber ja, ich denke, das war gut zu erkennen, wie man so ein bisschen U-Boote steuert. Ne? Für die Amerikaner sind natürlich noch einfacher, dadurch, dass sie eben zwar weiter aufgehen, aber auch ewig weit schießen können. Wir nutzen jetzt hier einfach die kurze Zeit. Wir fahren jetzt wieder in Richtung Cap. Ich werde gleich die gegnerischen U-Boote aufklären, damit unsere Schiffe vernünftig sie bekämpfen können. Und da werde ich mein Hydro für benutzen. Ja. Lohnt sich das überhaupt? Sind das alles Menschen? Ja, die Normandie. Ich bin jetzt spotted. Ich bin jetzt spotted. Das heißt, irgendwo hier ist das feindliche U-Boot. Ah, das war falsch vorgehalten. So ungefähr läuft das auf. Ping. Torpedos raus. Und zielführend. Jetzt hat man gut gesehen, wie die Torpedos sofort die Höhe geändert haben. Und was er jetzt machen müsste, ist sofort Gas geben, tauchen oder was auch immer. Und jetzt sieht er erst, dass die Torpedos ankommen und versucht, denen auszuweichen. Aber das war zu spät und die Torpedos haben voll getroffen. Also, so ist jetzt der Optimalzustand. Jetzt konnte man die bei den Zerstörer konnte ich jetzt zwar nicht zeigen, aber ich konnte zumindest zeigen, wie man U-Boote angreifen kann, wie man Schlachtschiff angreifen kann. Das funktioniert so ähnlich auch bei einem Zerstörer, wenn man es clever macht. Ja, ich habe mich jetzt in Bus und Dusseli angestellt, wo plötzlich die Insel da in der Nähe war. Ja, damit fing es eigentlich an. Aber ich denke, ich konnte euch einen Eindruck der U-Boote auf dem Testserver bieten. Mit dem nächsten Update, mit dem Update 094, wird aller Voraussicht nach dieser Gefechtsmodus auch auf dem Live-Server kommen, aber dann eben in einem separaten Gefechtsbereich. So steht es zumindest im U-Boot-Artikel drin. Wir werden dann gucken, ob wir euch dann nochmal zeitnah ein neueres Video machen, wo die technischen Daten nochmal vergleichen, also in den ganzen Geschichten. Ja, und das soll es erstmal von diesem U-Boot-Video hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und könnt jetzt besser einschätzen, ob das was für euch ist oder nicht. Ich persönlich finde es ziemlich cool und ganz wichtig. Ich habe jetzt immer U-Boot gesagt. Eigentlich sind es Tauchboote und ja, die eben das Unterwasserfahren nutzen, um sich zu verstecken. So ein bisschen wie Nebel. Ja? Und aber in der Regelmäßigkeit eigentlich zwischen 6 bis 0 Meter operieren, sage ich jetzt einfach mal. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekrautsteam. Euer Andi. Ciao, ciao.